Herzlich willkommen zum neuen Teil von Turok 2 Remastered und wir sind ja letztes Mal gnadenlos an dem ersten Portal gescheitert und ich habe nur mal zwei Schritte gewagt und bin hier einem Gegner begegnet und hier noch einem und habe dann gesehen, halt mal, da geht es ja nicht nur nach links weiter, sondern auch nach rechts. Ich bin hier einfach in die Ecke gelaufen und wieder zurück, dabei haben wir hier noch einen Gang und wir hören auch schon die Gegner. Achso. Und ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Wir schalten natürlich wieder auf N64-Mucke. Ja, wir knallen erstmal die Dinger hier ab. Sammeln die Magazine ein. Hey. Na gut, wenigstens ist es erledigt. Da sehen wir schon, hier gab... Ja, Alter, wie viel sind denn das? Krass. Noch mehr? Das machen die doch mit Absicht. Diese Mistgurken, ey. So. Oh yeah, das sind wir. Komm her, Kollege. Oh, okay. Und da brauchen wir auch schon wieder das nächste Totem anscheinend. Und hier natürlich das Full Health. Oh Gott. Wie er mich in die Ecke gedrängt hat. Und wir sind natürlich immer noch bei River of Souls. Das Level, habe ich mir mal eine Karte angeguckt, ist echt verdammt lang. Wirklich verdammt lang. Da haben wir noch einiges vor uns. Und ich wusste es echt nicht mehr, dass Turok 2 auch so riesen Level hat. Oh. Na komm. Und das ist, wird hier auch zunehmend schwerer. Also, gerade mit diesen kleinen Viechern, die man kaum zu fassen kriegt. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich hier irgendwas verpasse. Hier den Schalter haben wir aktiviert. Hier sammeln wir mal noch den Pfeil ein. Nee, geht nicht. Hat da keinen Bock drauf. Und hier unten? Nee, okay. Tut mir leid, ich muss mich immer vergewissern. Wie gesagt, ich spiele das Spiel komplett blind. Und hier können wir dann nur reinspringen und irgendwas aufsammeln. Den haben wir vorhin schon erschossen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir einfach an der anderen Stelle hätten weiterlaufen sollen. Wobei, ich will da ran. Ich denke mal, da haben wir dann auch was, was wir für diese Portale brauchen. Aber ich weiß es natürlich nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob die mit normaler Kraft besiegbar sind. Uiuiui. Okay, da haben wir schon mal die erste Runde Waffe. Und jetzt. Die heben wir uns mal auf. Und dann laufen wir wieder komplett zurück. Jetzt sind wir darüber gesprungen und da. Das haben wir vorhin schon von unten gesehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den anderen Weg lang, um diese andere Waffe zu kriegen. Oder brauchen wir dafür wirklich dieses... ich wüsste zu gern, was da unten ist, aber wir brauchen erst das Artefakt. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg, wo wir vorhin waren.
Genau. Nein, oder? Ach, da sind wir jetzt. Okay, dann müssen wir die andere Waffe eigentlich doch noch irgendwie kriegen. Weil jetzt sind wir hier wieder zurück zum Hauptausgang. Ich komme hier völlig durcheinander. Wie ist das eigentlich bei euch? Kommt ihr bei sowas auch immer durcheinander oder wisst ihr ganz genau, wo ihr seid? Also ich bin so ein orientierungsloser Hans. Da sind wir rübergelaufen und hier hatten wir irgendwo den Granite. Die Waffe, die große Waffe auf dem Weg. Ich hoffe wirklich, dass ich euch jetzt nicht hier zu sehr langweile, aber ich habe immer... Oh, man hat hier sogar Reflexion eingefügt. Nur ganz unterschwellig, aber hat man. Die gab es bestimmt vorher auch nicht. Jetzt bin ich ja noch im Kreis gelaufen oder was. Irgendwie müssen wir daran. So, wir gehen jetzt schon mal die Stockwerke höher. Aber dann kommen wir ja wieder an die Stelle, wo wir die Magnum eingesammelt haben. Ja, jetzt liegen da auf einmal Magazine. So, und dann kommen wir an die Stelle. Ladestreifen. Okay, und jetzt sind wir wieder am Anfangsportal. Na, nice. Aber wir können noch nichts machen. Ich glaube, die Magnum wird da auch nichts bringen. Wenn schon die Schrotflinte nichts bringt. Aha, okay. Dann sind wir wieder da. Okay. Ja, wir müssen... Ich würde fast behaupten, wir müssen in dieses Wasser. Weil woanders kommen wir hier nicht weiter. Aber das Portal können wir auch nicht zerstören. Ah, ich hasse sowas. Ja, da sind wir gekommen. Und da geht's nicht weiter. Warum geht es nicht weiter? Okay, da unten ist ein Portal. Da. Aber bringt uns gerade nichts. Ich glaube, da müssen wir schneiden. Weil sonst laufe ich hier mit euch nur wirr durch die Gänge. Das macht auch keinen Spaß. Und da sind wir auch schon, da sind wir ja gerade lang gelaufen. Ach, das ist frustrierend, sowas. Und jetzt sind wir wieder hier. Hier ist das Portal und die Kisten. Oder müssen wir hier lang? Hier. Oh. Okay, was passiert da? Bin ich doch glatt dran vorbeigelaufen. Okay. Ah, es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich brauche eine kräftigere Waffe. Irgendwas, was das hochjagt. Okay, dann können wir das hier erstmal vergessen. Und ich würde sagen, ich schneide mal hier an dieser Stelle und wir gucken mal, wie es weitergeht. Bis gleich. So, und da stehen wir wieder an derselben Stelle. Bei euch ist jetzt eine Sekunde vergangen. Ich musste in der Zwischenzeit erstmal zum Training und habe mich ehrlich gesagt und gegebenermaßen ein bisschen informiert. Und tatsächlich, man braucht da einfach nur draufballern. Ich
bin jetzt auch ein bisschen perplex, weil das Spiel, und das finde ich richtig kacke, gibt einem überhaupt keine Rückmeldung, wenn man da drauf ballert. Da passiert einfach nichts. Es leuchtet kurz, aber ich glaube, in der normalen Version hat das nicht mal geleuchtet. Und man, wenigstens nur ein Feedback oder dass sie mal schreien oder so. Nö. Okay, jetzt sind sie hin, aber trotzdem. Ja, aber irgendwie passiert trotzdem nichts. LOL! Jetzt wirklich? Also ich hab's nur gelesen, ne? Also versteht mich nicht falsch. Da hat man geschrieben, einfach zerstören. Ja, einfach zerstören. Tatsächlich. Ich gehe kaputt. Erstmal Munition auffüllen. Oh, das kotzt mich jetzt an. So lange damit rumgegurkt. Und ich dachte, man muss eine andere Waffe finden oder so. Komm, wir sammeln nochmal Munition ein. Achso. War offensichtlich Full Ammo. Okay. Und da kriegen wir auch unser Full Health. Er läuft hier Wache. Jetzt nicht mehr. Oh, das nervt mich jetzt. Und es tut mir auch leid, dass das so lange gedauert hat. Ich hätte nicht gedacht, dass man wirklich da... Also es gibt hier überhaupt kein Feedback irgendwie. Aber fürs nächste Mal wissen wir Bescheid. Gut, gehen wir ins nächste Portal. Oh, wir hätten das so abkürzen können. Naja, okay. Regen wir uns nicht auf. Machen wir weiter. Kleine Designschwäche vom Spiel. Und, ja, Quatsch. Lassen wir uns nicht weiter von stören. Scheiß Felixraptor, Alter. Und einige haben mich gefragt, sagst du dieses Alter eigentlich auch im Alltag? Ich glaube, ich krieg das gar nicht mehr mit. Das ist eine Unart, ich weiß, aber... Immer wenn ich mich aufrege, kommt da sowas durch. Na, da müssen wir natürlich auch noch hin. Wir wollen natürlich auch alles entdecken, was es hier so zu entdecken gibt. Das Ärgerliche ist jetzt an der Folge, das muss jetzt alles nochmal durchgerendert werden. Denn wir wollen die Parts natürlich zusammenhängend sehen. Und dann sind so Sachen, ah, das ärgert mich so dermaßen. Nur weil man, boah. Nur weil man, Glück gehabt. Nur weil man halt, denkt, da passiert nichts. Aber man muss auch immer bedenken, Spielmechaniken sind nicht so wie heutzutage, dass man für alles ein Feedback kriegt oder so. Und Turok 2 war natürlich schon relativ modern. Aber gehen wir mal zurück zum Beispiel zu den Text-Adventure-Zeiten. Da konnte man einfach an irgendeine Stelle kommen, wo es dann nicht mehr weiterging. Und man wusste das stundenlang nicht. Und hat dann Trauer getragen. War dem Spiel scheißegal, ob man das wusste oder nicht. So, jetzt habe ich hier den Schalter aktiviert. Da kommen wir her. Achso. Und da hat sich jetzt ein Tor geöffnet. Alles klar. Und da kann es sein, dass du ganz am Anfang zum Beispiel irgendeinen Gegenstand einsammeln musst, den du ja optisch nicht gesehen hast. Und den hast du ja überhaupt nicht gesehen. Du musstest also alles per Textparser absuchen. Also für alle, die jetzt sich fragen, was labert der Mann da? Ein Textparser ist quasi für Text Adventure der, der deine Eingaben erkennt. Das heißt, angenommen, du gibst ein Nimm. Mann! Angenommen, du gibst ein Nimm Gegenstand XY. Dann nimmt der Gegenstand XY.
oder was du vielleicht auch drauf kommen musst, untersuche Gegend oder ähnliches. Und erst dann werden dir Sachen angezeigt. Wenn du da irgendwas verpasst, gerade am Anfang, wenn du mich mit dem Spiel noch nicht so auskennst, dann scheißt das Spiel einfach drauf. Lässt sich im Regen stehen und irgendwann kommst du an eine Stelle, da weißt du vielleicht noch nicht mal, dass du das brauchst. Und das Spiel lässt dich einfach eiskalt sterben. Ja. Ja. Mir geht langsam ein bisschen Muni raus. Aber wir müssen hier hoch. Das scheint jetzt mal relativ logisch zu sein, aber darüber komme ich natürlich noch nicht. Ich gehe mal fast davon aus, dass wir die ganzen Großen besiegen müssen. Ah, bop, bop, bop. Jawohl, damit kriegen wir ihn. Boah, der müsste doch mal sterben jetzt hier. Krass. Hallo? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der auf die Distanz überhaupt richtig Schaden abkriegt. Ja doch, scheint er zu kriegen. Aber hier geht es auch nicht weiter. Oh, jetzt kommen wir schon wieder an die nächste Stelle. Ach so. Oh. Guten Tag, Blödheit lässt grüßen. So, Pfeile gleich wieder eingesammelt. Noch mitten im Flug des Gegners. Hier sammeln wir noch die Rauten ein. Aber von den Text Adventures muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch noch nicht, habe ich nicht mehr so viel mitbekommen. Meine Adventures waren LucasArts Adventures tatsächlich. Indiana Jones 3 und 4, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, die ja jetzt alle wieder neu aufgelegt werden. Indiana Jones eher weniger wegen der Lizenz, aber alles andere durchaus möglich. Day of the Tentacle ist ja jetzt erst gekommen. Und jetzt kommt auch noch Full Throttle, also Vollgas. Und die sind wirklich gut gemacht, finde ich. Also da hat man sich Mühe gegeben. Das sind genauso so eine Remakes wie dieses Turok hier zum Beispiel. Wir haben Geheimgang entdeckt, oder? Oder geht es da schon weiter? Jawohl, ja. Alter. Ist das eine Betäubungspistole oder was? Ach, guck mal an, da sind wir wieder am Anfang. Und die solltet ihr euch unbedingt mal geben. Day of the Tentacle gibt es mittlerweile für 5 Euro. Und es ist wirklich so gut remastered für moderne PC-Systeme. Ich würde sagen, ich muss jetzt da lang. Genau. Das macht echt Spaß. Das ist echt gut geworden. Ma, ey. Komm. Zu aufregend, kann ich nicht reden. Es gibt ja immer mehr Firmen, die jetzt so eine Remaster machen. Night Dive macht ja jetzt ja kein Remaster, sondern ein Remake von System Shock. Und das wird bestimmt auch richtig nice. Ich habe das originale System Shock nie gespielt. Ich habe hier mal einen Versuch vom Let's Play auf meinem Kanal gemacht, aber das war katastrophal. Da habe ich 1,5 Stunden damit rumgeguckt, irgendeinen Code für eine Tür zu finden und am Ende stand der direkt neben der Tür. Nun gut. So. Aber nun machen wir weiter hier. Gucken wir mal, wann wir an die nächste ikonische Stelle kommen. Von dem Spiel. Komm ich da so hin? Achso. Alles klar. Sparen wir mal Munition. Denn die Magnum nutzt die ganz normale Pistolenmunition. Und ballert davon natürlich mal ewig viele Schuss raus.
Aber hier ist auch nichts mehr. Ah, das nächste Portal. Alles klar. So, und wo kommen wir jetzt hin? Keller. Oh, jetzt kommen bestimmt gleich wieder Spinnen. Aha! Bam! Bisschen übertrieben? Entschuldigung. Hoppala. Das ist eine Spinne! Das kann nicht sein, ey. Das war für die Spinne so viel. Verbrenner. Okay, da geht's auf jeden Fall schon mal zum nächsten Gegner. Und zur nächsten Riesenspinne. Hallo? Warum komme ich da nicht hoch? Und warum brauche ich mich schon mit der nächsten Spinne an? Ich wette, hier kommt man nur runter. Okay, habe ich verstanden. Eigentlich hasse ich da blind ein Spiel zu spielen. Aber ich habe so Bock auf das Spiel gehabt und ich wollte es so gerne mit euch teilen. Speed, 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 Speed. Und... Oh, Glücker. Schön daneben geschossen. Sehr gut gemacht. Okay. Hier scheint auf jeden Fall noch einiges zu gehen. Aber wir gehen erstmal hoch zum Schalter oder was das auch immer ist. Oh oh. Na, was ist das denn? Das sind ja die aus dem ersten Teil. In Mini. Oh ne. Die gibt's hier auch wieder. Oh, ich hasse sie. Mein Part im ersten Teil habe ich liebevoll die Höhle der Kackviecher genannt. Und hier sind sie noch kleiner und schneller. Mann. Krass. Okay, da geht's noch eine Treppe hoch. Hier geht's noch weiter. Nichts verpassen. Und offensichtlich haben wir hier, hat sich das auch gelohnt. Was haben wir hier gefunden? Schon das nächste Portal. Okay, nee, dann müssen wir nochmal in die andere Richtung. Nichts übersehen. Sonst fangen wir das Level wieder von vorne an. Das ist lang genug. Ich bin ja auch froh, dass es hier die... Okay, je. Ich bin ja auch froh, dass es hier die Portale gibt zum Beamen. Weil im Original musstet ihr dann wirklich nochmal das ganze Level spielen. Und das ist schon arg ätzend gewesen, glaube ich. Genau, hier sind wir, wo wir vorhin hoch wollten. Aber hier geht es auch weiter. Zu dem anderen Raum, wo wir hoch wollten. Mehr gibt es jetzt hier nicht. Ach, nur für diese Rauten hier? Na gut. Oh, oh. Uiuiui. Boah, bloß weg hier. Dann gehen wir ins nächste Portal. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht wieder irgendwas übersehen habe. Weil wir sind auch noch gar nicht so einer Sister of Tralala da begegnet. Hier gibt es schon mal eine Taschenlampe. Und 10 Gesundheit, 20 Gesundheitspunkte. Okay. Und Na komm. Ist hier wieder irgendwo so ein Portal, das hier? Ne, du hast schon offen, achso. Ne, dann flüchten wir, weil die kommen natürlich... Eieiei. Was du denn? Ich glaube, den muss ich platt machen.
Der hat aber nicht wenig eingesteckt. Na. Ne, da komme ich doch noch nicht hin. Ah, Spinnen, ey. Wie ich sie hasse. Vielen Dank, Turok, dafür. Übrigens, wer sich jetzt wundert, warum sammelt der Mann die ganze Zeit Taschenlampen ein? In der Originalversion von Turok Remaster ist es tatsächlich so. Warte mal, da ist doch bestimmt das nächste Portal dran. Aber ich komme da noch nicht rein. Dass ihr die Taschenlampe zwingend braucht. Weil es war teilweise so dunkel. Wahrscheinlich auch, um Leistung zu sparen. Na. Okay, Tor ist offen. Sammeln wir nochmal Munition ein. Oh, da sind sie ja. Die ersten. Ach so, man muss jeweils nur eine besiegen, oder was? Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Aber eigentlich ist das auch ein guter Zeitpunkt, um diesen Part abzuschließen. Wir sammeln hier nochmal fleißig Munition ein. Ich sammle hier noch die Gegenstände ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Part von Turok 2 Remastered.